So, ich möchte in zwei Videos zeigen, wie ich eine kleine Datei erstelle, wo es darum geht, dem Schüler die Aufgabe zu geben, eine vorgegebene Koordinate einzustellen. Also das heißt, es wird eine Koordinate per Zufall ausgewählt und er soll einen vorgegebenen Punkt an diese Stelle setzen. Und diese Aufgabenstellung möchte ich dann in Moodle einbauen, und zwar so, dass der Schüler nicht nur eine Aufgabe bearbeitet, also sprich nur einmal Punktekoordinaten bekommt, die er dann einstellen soll, sondern dass er eine bestimmte größere Anzahl bekommt. Die Anzahl, die ist dann durchaus variabel, aber der Vorteil ist, ich habe in einem Test dann jetzt nicht zum Beispiel 20 Kleinaufgaben, wo das 20 Mal vorkommt, sondern ich mache zum Beispiel 20 Aufgaben in einem GeoGebra-Applet, in so einem Test, in so einer Testaufgabe. Das erste Video, da geht es um das Erstellen der entsprechenden Datei. Das dauert ein bisschen, weil ich quasi von Anfang an anfange. Und das zweite Video, das beschäftigt sich dann damit, wie ich das Ganze in Moodle einsetze. So, wir fangen an. Ich nutze Classic 5, weil ich da einfach mehr Möglichkeiten habe, unter anderem hier, dass ich einzelne Fensterbereiche auslagern kann. Da gibt es hier dieses Symbol, wo ich das dann auch wieder reinbekommen kann. Der Vorteil, warum ich das so mache, ist, ich kann das Grafikfenster dann in die Größe einstellen, wie es später sein soll. Und das wird hier nicht gestört vom Algebra-Fenster. Und ich kann das Algebra-Fenster auch länger machen, falls dann zum Beispiel ein größerer Wert ist. Ich brauche dann noch Grafik 2. Grafik 2 wird hier verwendet, um Knöpfe, Informationen oder eben auch zum Beispiel die Aufgabenstellung unterzubringen und auch eine Rückmeldung zu geben. Ich verschiebe jetzt das Koordinatensystem und passe das jetzt hier in Grafik 1 an, wie ich das haben möchte. Mal zum Beispiel hier in der Höhe 16. Ich ändere auch das Gitter. Das ist ja jetzt hier das feine Gitter. Was jetzt ein bisschen ungünstig ist, das Eigenschaftenfenster ist hier eingebettet innen drin. Das ist ein bisschen doof, aber genauso wie hier die Möglichkeit besteht, das rauszuziehen, ist das hier auch. Das ist nur ein bisschen schwer zu finden. Und dann habe ich das Eigenschaftenfenster, den Eigenschaftendialog getrennt und kann den also auch mal zur Seite schieben, wo auch immer hin. So, ich Ansicht 1 und da tue ich das Koordinaten Gitter auf ein weites Gitter einstellen, dass das nur so ist. Ich kann es natürlich auch ganz ausschalten. Die Koordinaten, die ich anwenden oder angeben werde, die sind nicht so kompliziert, dass das nicht klappen sollte. Für Grafik 2 kann ich es auch hier ausschalten, das Koordinatengitter oder natürlich auch rechts. So. Achso, nee, ich will ja die Achse ausschalten. Dann machen wir mal rechts hier, Rechtsklick drauf, das geht noch schneller. So, jetzt durch das Ganze noch ein bisschen stauchen, dass wir hier in etwa das Gleiche haben. Ist vielleicht ganz sinnvoll, dass man auf X- und Y-Achse jeweils die gleichen Werte hat, sodass dann also man nicht sagen kann, oh, weil die 10 bei der X-Achse sowieso nicht drauf ist oder bei der Y-Achse kann ich das hier nicht verwenden. So, ich fange erstmal an mit ein paar Knöpfen, ein paar Schaltflächen. Zum Beispiel neue Aufgabe. Da geht es also darum, dass dann per Zufall neue Zahlen erzeugt werden und etwas zurückgesetzt wird. Dann habe ich einen Knopf Kontrolle und ich habe einen Knopf Zurücksetzen. Die Schrift ist jetzt ein bisschen groß, die mache ich mal kleiner. Wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, wenn ich solche Scripting nutze, wie das ja auch hier der Fall ist, funktionieren diese Knöpfe nicht, wenn das Eigenschaftenfenster auf ist. Das muss man einfach wissen. Ich ändere jetzt mal die Schriftgröße hier auf Mittel,
dann ist das noch ganz gut zu sehen. Ich kann auch die Farbe verändern, das sind aber Spielereien. Zum Thema Verschieben der Knöpfe, damit die nicht aus Versehen zu schnell ausgelöst werden, beziehungsweise auch verschoben werden, sind sie erstmal hier fixiert und dann kann ich sie, kann ich sie verschieben. Mal zum Beispiel hier oben hin. Man sollte aber auf jeden Fall die Knöpfe dann auch wieder fixieren, dass sie also nicht von den Schülern versetzt werden. So. Okay. Ja, wie gehe ich jetzt vor? Beziehungsweise ich mache gerade noch was. Ich habe manchmal das Problem, dass wenn ich aufnehme, das nicht so richtig angezeigt wird. Schriftgröße, also nicht richtig funktioniert. Ich mache die Schriftgröße ein bisschen größer, vor allem um ja, die Sachen ein bisschen besser darzustellen. Dadurch rutscht das leider nach unten. Die Schrift wird nämlich hier dann auch größer. Kann natürlich auch das da oben hin. Na, wir machen es doch unten hin. Gut, Schriftgröße kann man also nochmal verändern, wie man es will, damit man besser lesen kann. So, jetzt zu neue Aufgabe. Also, neue Aufgabe bedeutet, dass also neue Punktkoordinaten erzeugt werden. Und dazu gehe ich jetzt erstmal in den Scripting-Bereich. Und das hat so seine Probleme hier gerade. So, das ist ein Java-Problem mit Linux, was ich manchmal habe, aber jetzt ist es ja da. Hier oben die Knöpfe erscheinen dann auch nicht. Aber das hat nichts mit der eigentlichen Bedienung zu tun. So, zunächst mal, ich muss zwei Werte anlegen, beziehungsweise Koordinaten festlegen. Einmal einen Testpunkt, den die Schüler an eine bestimmte Stelle schieben. Das ist einfach die einfachste Variante, dass sie also einen vorgegebenen Punkt bewegen und auf die gesuchte Stelle ziehen. Und diesen Testpunkt, den zeichne ich mir gleich auch nochmal ein. Und na, vielleicht auch nochmal zu. Das ist der, ich zeichne also erstmal einen Punkt ein und noch einen Punkt ein. Und dieser Punkt A, den benenne ich um in Testpunkt. Nehmen wir mal P. Und das ist der Punkt P, der eigentliche Punkt P. So, mein Testpunkt P bekommt aber eine andere Beschriftung, weil das ist dann der herumgeschoben wird vom Schüler. Ich tue beiden noch ein anderes Aussehen geben, nämlich dass sie wie ein Kreuzchen dargestellt werden. So, ja, und das eine ist jetzt der Testpunkt P und das ist mein richtiger Punkt P. Jetzt habe ich Variablen von xp. Da setze ich jetzt einfach mal einen Wert ein und yp, das hat jetzt noch keine Bedeutung, was für Werte die haben. Und mein Punkt p bekommt diese Koordinaten als Werte. Also ich nehme xp als x-Koordinate von p und yp als die y-Koordinate. Das ist also der Punkt, der letztendlich dann kontrolliert werden oder wird oder der dann angezeigt werden soll. So. Und in der neuen Aufgabe, fangen wir mal an, soll jetzt per Zufall ein Wert erzeugt werden und dazu gehe ich in den Scripting-Bereich von der Schaltfläche 1. Das ist also hier, um nochmal zu gucken, das ist die neue Aufgabe. Und wenn draufgeklickt wird, soll
ein neuer Wert für XP und YP erzeugt werden. Das mache ich über den Befehl setZwert. Und XP ist eine Zufallszahl zwischen 0 und, ja, wo sind wir? XP ist von 0 bis 16, kann man so sagen. Da könnte ich zum Beispiel den Befehl Zufallszahl nehmen, und zwar von oder von 0 bis 16. So. Und da fehlt noch eine Klammer zu. Und das gleiche für YP, wobei das geht jetzt bis, sagen wir mal, vielleicht 15. Das sollte hier auch noch drauf passen. So. Mit OK bestätigen. Und jetzt wird, wenn ich hier draufklicke, also da habe ich eine Klammer vergessen. Okay. Klammer zu. Ah, da unten. So. So, und jetzt wird hier also per Zufall eine Koordinate für meinen Punkt P angezeigt. So, jetzt geht es darum, ich mache mal das so, dass dieser Punkt hier, der Testpunkt, damit ich ihn unterscheiden kann, der wird später dann noch verändert. Ich gebe dem einfach mal eine andere Farbe. Zum Beispiel rosa. Und ich ändere auch seine Darstellung. Das wird später dann auch noch geändert. Das ist jetzt nur mal für mich, dass ich das halt erkennen kann. So, und jetzt möchte ich sehen, ist er denn an der richtigen Stelle? Das Problem ist jetzt gerade, dass ich hier keinen Punktefang habe. Das heißt, das ist ein bisschen schwer genau zu treffen. Und da sage ich mal am Koordinatengitter fangen, und dann sieht man, dass das immer noch nicht so richtig funktioniert. Dazu gehe ich dann doch nochmal in die Eigenschaften, weil ich möchte gerne, dass der Schüler also nicht wegen Ungenauigkeit das Ganze hinbekommt. Oh je. So, dazu gehe ich in die Grafik 1 und wähle beim Koordinatengitter einen Abstand von 1 und 1. Da das aber nicht angezeigt wird, bleibt das versteckt, aber ich kann jetzt den Punkt eben genau auch da drauf setzen. So, jetzt lege ich mir nochmal eine Variable an, eine Zahlenvariable. Anzahl ist gleich 0, also die Anzahl der Aufgaben ist 0. Und Anzahl richtig, die ist jetzt am Anfang natürlich auch 0. So, jetzt kommt die Kontrolle ins Spiel. Das heißt, jetzt möchte ich gerne kontrollieren, ist der Testpunkt P an der richtigen Stelle wie P, also an der gleichen Stelle. Dazu gehe ich also ins Scripting von Kontrolle und mache mal Folgendes, beziehungsweise nee, fang mal so an. Ich setze eine Kontrollvariable. Das kann man auch sozusagen in einem machen. Für P, also Kontrolle P, und sage, das ist richtig, wenn P gleich Testpunkt P ist. Das könnte ich über eine Wenn-Abfrage machen. Das geht aber einfacher, weil ich bekomme eine Rückmeldung True, wenn ich Folgendes mache. P ist gleich Testpunkt, Testpunkt P. Ja, dieses gleich ist ein Gleichheitsvergleich, und wenn das richtig ist, kommt da True. Wenn es nicht richtig ist, sieht man, dass der Kontrollwert hier dann falsch ist. So, ah, also True, False. So, und das frage ich jetzt hier ab, beziehungsweise ich mache ein paar Sachen.
wieder mein Sätzewert. Dieses Sätzewert sollte man unbedingt verwenden. Man kann zwar durchaus auch mit ich setze es gleich, einfach so setze dir Wert gleich machen. Das ist aber etwas ungünstig, weil dadurch der Wert, das Objekt quasi neu geschrieben wird und damit tue ich bestimmte Einstellungen löschen. Über das Sätzewert wird lediglich der Wert verändert. So, zunächst mal die Anzahl der Aufgaben erhöhe ich. Also Anzahl ist der Wert, den ich setze und der wird ersetzt durch Anzahl plus 1. Also mit jeder Kontrolle wird die Anzahl der Aufgaben erhöht. Und dann geht es darum, ist es richtig oder falsch. Da geht es also um die Variable Anzahl richtig. Und die wird auch erhöht, wenn es richtig ist. Und dazu lege ich eine Wenn-Abfrage fest. Also Anzahl richtig wird festgesetzt, neu festgesetzt durch Anzahl richtig plus, ja, und jetzt entweder plus 0 oder plus 1, und zwar in Abhängigkeit davon, ob das eben richtig ist. Also, und zwar, wenn Kontrolle P richtig ist, dazu muss ich also nicht abfragen, ist gleich true, sondern ich kann einfach Kontrolle P nehmen. Wenn das true ist, dann wird plus 1 gerechnet. Wenn es nicht true ist, wird es plus 0 gerechnet. So, kontrollieren wir mal, ob es geht. Wir beachten hier die Zahlen. Ist richtig und es ist auch richtig gesetzt. Jetzt könnte ich mal eine neue Aufgabe machen und das dahin schieben und kontrolliere es jetzt mal. Da das nicht richtig war, ist Anzahl 2 und Anzahl richtig 1. Neue Aufgabe. Und nochmal Kontrolle. Und das hat soweit gepasst. Okay, jetzt möchte ich noch eine Kleinigkeit einbauen, nämlich dass diese Knöpfe nicht immer beide zu sehen sind. So nicht nach dem Motto, boah, das ist eine doofe Aufgabe, ich möchte die nicht verwenden oder nicht kontrollieren lassen. Deshalb setze ich eine Variable Kontrolle ein und sage, die ist jetzt erstmal true. Und diese Variable oder dieser Wert dieser Variable liegt eben oder gibt mir quasi einen Hinweis, bin ich jetzt dabei, habe ich gerade eine neue Aufgabe bekommen, beziehungsweise wird gerade oder wurde gerade kontrolliert. Also ich werde jetzt quasi die Sichtbarkeit anhand dieser Variable festlegen. Und zwar, wo haben wir das? Die Kontrollfläche. Also sagen wir es mal so, wenn Kontrolle gedrückt wird, dann setze ich den Wert von Kontrolle auf 0, nee, auf 1, das heißt, es wird gerade kontrolliert. Und wenn ich eine neue Aufgabe erzeugt habe, wird der Wert auf 0 gesetzt, was false entspricht. So, und diese Schaltfläche zur Kontrolle soll nur dann sichtbar sein, wenn das false ist. Und das kann ich dann zum Beispiel so machen, ist also nicht true sozusagen. Und hier, das soll nur sichtbar sein, wenn Kontrolle true ist. So, gucken wir mal, ob ich es richtig habe. Also neue Aufgabe. Und dann ist das zu sehen. Dann Kontrolle war jetzt nicht richtig. Also wird die Anzahl erhöht und die Anzahl richtig bleibt falsch. Ne? Also so kann ich das dann
zum Beispiel Regeln. So, ich möchte es jetzt gerne so machen, dass mein Punkt, den ich herumschiebe, am Anfang nicht hier irgendwo sitzt, sondern immer zurückgeschoben wird auf eine bestimmte Position. So, und ich setze P mal jetzt hier unten auf so eine sozusagen eine Warteposition. Ich könnte es auch zum Beispiel sagen, Warte P ist gleich setze Wert. Ne, Moment. Dieses Setze Wert, das nutze ich, mache ich mir jetzt hier quasi zunutze. Und, ach, das ist doof. Also ich könnte diese Scripting-Befehle also auch hier verwenden. Ich nehme jetzt einfach mal das, was da steht, also den Wert, wo jetzt der Testpunkt P gerade da unten steht und nehme dann das Ganze ein bisschen gerundet, also minus 0,5 und minus 0,7. Das wird mein Punkt Warte P. Den zeige ich gar nicht an. Das ist also nur, um mir diese Koordinaten zu merken. So, dann, das kann ich ja immer noch rumschieben und Warte P ist ja jetzt festgelegt. Kontrolle, neue Aufgabe. So, und wenn ich eine neue Aufgabe erstelle, möchte ich, dass P, nee, dass der Testpunkt P, dass der auf Warte P zurückgesetzt wird. Deshalb setze Wert P auf Warte P. So, auch das könnte ich natürlich hier festlegen, aber ich nutze Warte P dann auch noch auf eine andere Art und Weise. So, wir gucken gerade mal, neue Aufgabe. Das hat jetzt gerade nicht funktioniert. Moment. Das habe ich falsch gemacht. Was sind wir denn? Das war ja neue Aufgabe da. Scripting. Ah, ja, okay, Entschuldigung. Ja, das ist natürlich falsch. Also nicht P, sondern der Testpunkt P soll da drauf gesetzt werden. So. Neue Aufgabe. Okay, dann ist P also wieder da unten. Okay. Jetzt noch was. Kontrolle an der Stelle zu machen ist Unsinn. Deshalb mache ich hier noch etwas, dass ich nämlich sage, meine Schaltfläche 2, das ist ja die für die Kontrolle, kriegt noch einen weiteren Punkt zur Sichtbarkeit. Und zwar soll sie nur dann sichtbar sein. Das kann ich hier mit diesem doppelten UND machen oder ich setze hier hinten das entsprechende Symbol für die Verknüpfung und sage, Testpunkt P darf nicht auf Warte P setzen. Das heißt, Testpunkt P muss also ungleich zu Warte P sein. So, und da P noch auf Warte P ist, wird das Kontrolle nicht angezeigt, sondern sobald ich das verschiebe, wird dann Kontrolle angezeigt und das wird dann ausgewertet. So, soweit ist das jetzt ja in Ordnung. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zur Auswertung machen. Und zwar möchte ich angeben, wie der Anteil der richtigen und der falschen Ergebnisse ist. Dazu nehme ich ein Textfeld. Ich kann das natürlich mit LaTeX machen, das ist jetzt ein bisschen umständlicher. Wir machen einfach mal einen ganz normalen Text. Ja, und jetzt haben wir so und so viel von so und so viel richtig. Also Anzahl richtig von Anzahl
richtig, Komma, das sind. Und jetzt berechne ich das noch, Anzahl richtig durch Anzahl mal 100 und noch ein Prozent hinten dran. Prozent, okay. So, das kann man eben, wie gesagt, auch schöner machen. Ich könnte es natürlich auch ein bisschen verkleinern. Weil so groß brauche ich die Rückmeldung nicht. So. Sehr klein. Vielleicht auch kursiv als Text. Ich könnte zum Beispiel hier in den erweiterten Einstellungen dynamische Farben verwenden, indem ich sage, zum Beispiel, wenn 100% richtig ist, dann ist es grün und wenn es mittelgut ist, ist es eine andere Farbe und wenn es ganz schlecht ist, wird es rot, aber das jetzt würde das Video unnötig verlängern. Lassen wir das mal so weit. So. Zurücksetzen haben wir noch nicht so ganz bearbeitet. Was haben wir denn da an Scripting drin? Also, ich würde zum Beispiel sagen, wann ist das sichtbar? Also zunächst mal denke ich, sollte es sichtbar sein oder sollte es nicht sichtbar sein, wenn ich noch keinerlei Aufgabe habe und auch noch keinen Punkt bearbeitet habe. So, dann nehme ich mir das mal. Das wäre also zum Beispiel hier und Anzahl ist gleich 0. Jetzt bin ich gerade überlegen. Also wenn Anzahl gleich 0 ist, dann soll es nicht angezeigt werden. Und gleichzeitig, wenn der Punkt noch auf dem Wartepunkt ist. Eigentlich denke ich, reicht das. Ach so, nee. Ah ja, doch. Weil auch hier wird verhindert, quasi, dass der Schüler sagt, ich sehe, dass es schlecht ist, also fange ich von vorne an. Also der soll ruhig das machen. Deshalb machen wir das mal so. Punkt P. Dann können wir. So, jetzt habe ich hier, glaube ich, einen Fehler drin. Was war das? Ich glaube, ich habe das falsch rum. Wenn, nur sichtbar, wenn das der Fall ist. Also zurücksetzen. Ist jetzt sichtbar. Jetzt mache ich noch, dass ich sage, setze den Wert von Anzahl wieder auf 0 und Anzahl richtig natürlich auch. So, ich möchte aber, dass gleichzeitig auch eine neue Aufgabe erstellt wird. Deshalb nehme ich diese ganzen Befehle hier noch mit dazu. Füge das aber erst hinten dran ein. So, gerade mal testen, zurücksetzen. Ja, vielleicht auch hier, ja, 0 von 0 ist eben nicht als Prozent definierbar. Da sollte man dann vielleicht einstellen, dass es nur sichtbar ist, wenn Anzahl ungleich 0 ist, weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. So, jetzt gucken wir gerade mal. Kontrolle, richtig, neue Aufgabe. Kontrolle, okay. So, nächster Punkt, mein P hier darf natürlich nicht zu sehen sein. Es muss aber angezeigt werden, welche Koordinaten ich brauche. Also
wieder eine Aufgabenstellung oder ein dynamischer Text. Und zwar die Aufgabe: Schiebe P auf die Koordinaten. Jetzt nehme ich einfach das Objekt P. So, das ist ein bisschen zu breit. Und deshalb mache ich hier einen Zeilenumbruch. So, und jetzt mache ich noch was dazu, nämlich ich setze oder ich erstelle nämlich zwei weitere Texte. Einmal ein Text richtig und ein Text für falsch. Auch noch ein Ausrufezeichen hinten dran. Und jetzt geht es darum, dass richtig und falsch dann erscheinen, wenn ich kontrolliere und wenn das eben richtig oder falsch war. Na, also müssen wir gerade mal gucken, wo haben wir denn unseren Kontrollknopf? Das war ja der hier. Wenn ich den Kontrollknopf drücke, dann wird ja Kontrolle auf 1 gesetzt. Also Kontrolle ist dann True. Und der Text richtig, ich gebe dir mal eine andere Farbe, dass ich das auch gleich sehe, dass das das ist. Und mal auch ein bisschen hervorheben. Und den da machen wir rot, weil es falsch ist. So, wo waren wir? Kontrolle 1 bedeutet, es wird kontrolliert. Und dieser Text 3 soll also nur sichtbar sein, wenn eine Kontrolle stattfindet. Das wäre dann also Kontrolle ist true. Und ich muss ja kontrollieren, ob er auch an der richtigen Stelle ist. Das heißt, ich frage eben ab, sitzt mein Testpunkt P auf P? Also Testpunkt P. Ah, nee, Moment, ich hab ja hier eine Variable. Kontrolle P schon, also kann ich die verwenden, das geht schneller. Kontrolle P, wenn Kontrolle P also true ist, sprich ist es richtig. So, dann wird das angezeigt. Und wenn Kontrolle auf 1 ist, Kontrolle true ist, da Kontrolle false ist, wird jetzt verschwindet das jetzt hier erstmal das richtig. Und ich gehe dahin. Moment, ich kopiere mir das mal. Und Kontrolle und Nicht-Kontrolle, also wenn es false ist. So, die sind jetzt beide 6 weg, weil Kontrolle ja false ist. Deshalb ist es nicht angezeigt. Jetzt verschiebe ich das mal und probiere, ob das soweit klappt. 7. Ist nicht ganz richtig. Und auf Kontrolle. Es ist richtig, wird angezeigt. So, das richtig verschwindet jetzt, weil ich ja hier wieder Kontrolle auf den Wert 0, also false setze und damit ist das auch nicht mehr zu sehen. Was ich jetzt noch machen könnte, ist, dass ich sage hier, ich zeige diesen Text nur an, wenn Kontrolle false ist. Und weil sonst macht das ja keinen Sinn, das anzuzeigen. Ja. Okay. Kontrolle richtig. Irgendwas hat da gerade mit dem Text nicht geklappt. Was war das? Nicht Kontrolle. Ah, okay, jetzt richtig. So, Kontrolle richtig, neue Aufgabe,
Kontrolle, false. Zurücksetzen. Neue Aufgabe, zurückschieben. Ne? Also das funktioniert jetzt alles soweit richtig. So, jetzt möchte ich gerne noch eine Sache erledigen. Und zwar, wenn das falsch war, möchte ich gerne, dass dieses P, was ich jetzt erstmal oder gleich verstecken werde, was also dann normalerweise nicht sichtbar sein wird, dass das angezeigt wird. Ja, die Schüler sollen sehen, wo der Punkt hätte hingemusst. Also nicht nur ihren, den sie falsch gesetzt haben, sondern auch die richtige Aufgabe. Dazu gehe ich wieder in die erweiterten Einstellungen. Und na, mache Folgendes. Wo ist mein Punkt P? Also wann wird P angezeigt? Wenn die Kontrolle stattfindet. Wenn Kontrolle true ist. Und wenn das nicht richtig ist. Also wenn Kontrolle P, die Variable Kontrolle P falsch ist. Und das wäre dann sowas. Kontrolle P. So. Wir schieben mal und probieren 6, 4. Kontrolle, richtig. Neue Aufgabe. Irgendwo hinschieben. Kontrolle, falsch. Wird angezeigt. Ne? Verschiebe ich jetzt mal hier hin. Ich werde es an die gleiche Stelle verschieben, wo dann ungefähr auch das richtig erscheint. Ja, ich überlege mir gerade, ob ich das Ganze nicht noch ein bisschen vereinfache, weil das ist jetzt echt taglich. Das kriege ich nicht wirklich gut eingestellt. Ich ändere nochmal die Einstellungen hier für die Grafikansicht, dass das also am Koordinatengitter fixiert ist. Also, aber das ist einfach zu ungenau und das ist zu, mir zu ein bisschen hakelig. So, jetzt haben wir das. Kontrolle richtig. Neue Aufgabe. Also das klappt alles ganz schön. Mal gerade gucken, dass falsch etwa an der gleichen Stelle erscheint. So, ich wollte noch einen kleinen Text ergänzen, der im Prinzip ähnlich wie das falsch angezeigt wird. Die richtige Position wäre beim blauen Punkt. So, das machen wir noch ein bisschen kleiner. Mache es blau und fett, damit es besser zu sehen ist und noch kursiv im Sinne von einer Bemerkung. So, und dieser blaue Text, der soll im Prinzip dann auch erscheinen, wann mein falsch erscheint und deshalb kopiere ich das gerade hier rein. So, jetzt bin ich eigentlich schon ziemlich weit. Und es klappt eigentlich auch schon ganz gut. So, da habe ich jetzt so eine Sache. Das Problem ist, dass ich P noch verschieben kann. Das ist so ein bisschen gemein, weil dadurch würde nämlich, ich glaube, die Anzahl wird nicht richtig, ne, aber es ist ein bisschen ungünstig,
dass der Schüler denkt, oh, jetzt habe ich es doch richtig gemacht. Also es wird nicht positiv gezählt, weil das Zählen, ob richtig oder falsch, wird ja durch den Knopf hier bewirkt. Deshalb mache ich mal Folgendes. Und zwar nehme ich einen Punkt, ein P-Fake oder ein Fake-P-Test. Und der Fake-P-Test ist auf Testpunkt P festgesetzt. Also Fake-Testpunkt-P ist einfach ein Punkt, der quasi genauso aussieht wie der Testpunkt P. Der ist aber festgelegt und fixiert auf P. Das heißt, ich kann das dann nicht verändern. Die Farbe wird die gleiche. Das Aussehen wird die gleiche. Das Aussehen wird das gleiche sein. P hat die Größe 5. So. Okay. Jetzt gebe ich den Fake-Punkt-Test P noch ein P, eine Beschriftung P und P gebe ich eine Beschriftung P richtig, also tief gestellt, dass die Schüler auch das nochmal klarer sehen, was damit gemeint ist. Und jetzt mache ich Folgendes. Wo haben wir das denn? Also wenn das Ganze kontrolliert wird, dann habe ich ja Kontrolle gleich 1. Und wenn Kontrolle gleich 1 ist, soll der Testpunkt P eigentlich nicht sichtbar sein, weil dann könnte man verschieben und das wäre ein bisschen ungünstig. Deshalb probiere ich gerade mal Folgendes. Die Idee kam mir gerade. Also wo bin ich jetzt? Der Testpunkt P soll nur sichtbar sein, wenn Kontrolle false ist. Und der Fake soll sichtbar sein, wenn Kontrolle true ist. So, da ich ihm aber auch hier unter der Weiteinstellung das hier mache, nämlich Auswahl nicht erlaubt, kann ich ihn gar nicht bewegen. Also das heißt hier, ich kann ihn gar nicht anfassen. Und das mache ich vielleicht hier gerade mal meinem Punkt P auch noch, dass ich sage, der soll gar nicht anfassbar sein. Also hier unter erweiterte Stellung, Auswahl erlaubt, ist verboten, damit das Ganze eben nicht verschoben wird, weil das würde, ja, da könnte der Schüler ja auch das korrigieren. Machen wir gerade mal, ob es soweit funktioniert. So, das ist jetzt mein Testpunkt P und den verschiebe ich mal auf 15.0 zum Testen, ob das soweit klappt. Richtig, neue Aufgabe. Kontrolle, es ist falsch und es wird Fake P angezeigt, den ich nicht anfassen kann. Ja, und P kann ich auch nicht anfassen. Neue Aufgabe. So, das klappt alles. Okay, so, das wäre jetzt schon mal gar nicht so schlecht.